We're in the otter's lair. Big fucking deal. I want that heated water. We still have to play it cool, okay? I still go to school here. You can own this hellhole once you figure out your rewind power. Chloe is so psyched for Girls' Night Out, so I better follow her evil plan. Ja, und damit einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend. Egal, wann ihr diese Folge guckt, zu Life is Strange. So, wir sind mit Chloe jetzt in das Hallenbad eingedrungen, denn sie möchte Spaß haben. Ja, und wir gucken mal, ob das wirklich Spaß wird oder wir irgendetwas Komisches hier erleben. Schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Go Otters. Das sind die ganzen Trophäen der Otters, quasi so nennt sich die. Oh, hier, den können wir nur ansehen. Können wir uns leider nichts Erfrischendes. Hier können wir rein? Ne, können wir auch nicht rein. Oh, guck mal. Jacke. Aha. Das heißt, da kommen wir vielleicht gleich von hinten rum hier rein, in den Raum noch. Gucken wir uns erstmal hier nochmal ein paar Anzeigen an. I actually don't have the time to investigate this caper. Lost Goggles. Genau, Schwimmbrille verloren. Ne? Okay, das ist jetzt nicht so interessant. Was haben wir hier? I hope the otters will survive. Tja. The Earth can't wait. Ne? Die Erde kann nicht warten. Informiere dich und teile es. Werde heute ein Öko- Volontär. Ja, das ist nicht nur im Spiel, sondern leider ja auch in echt sehr wichtig mittlerweile geworden, dass wir irgendetwas, also dass jeder zumindest eine Kleinigkeit für die Umwelt tut, wenn nicht sogar, dass jeder verdammt viel tun muss. If only I could solve the mystery of the missing cat pics. Okay, Belohnung. Suche verzweifelt nach meinem gestohlenen Rucksack mit Schulbüchern und neuem Tablett. Ich brauche ihn für den Unterricht. Und persönlichen Bilder meiner letzten Katze. Ich glaube, den Zettel haben wir schon mal woanders gelesen, oder? Ich meine schon. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal mit Chloe reden, weil wir kommen ja jetzt nirgendwo rein. Boys or girls? Ich würde sagen, wir gehen besser in die Jungenumkleide. Da hat ja vielleicht Nathan auch seinen Schrank, oder? Irre ich mich da? Könnte ja sein. Boys, of course. Figures. Perv. Let me check to see if the pool's heated. Okay, gut. Perfekt, dann können wir jetzt nämlich hier ein bisschen rumschnüffeln. Seht ihr das? Boah, das ist ja echt eine mega Atmosphäre hier, alles schön dunkel. Weil da hängt nämlich zum Beispiel so eine Vortex-Jacke, glaube ich, ist das sogar. I guess somebody forgot their Blackwell Spirit. Oh, oder einfach nur eine Blackwell-Jacke. Na gut, da habe ich mir jetzt ein bisschen mehr erhofft, dass wir hier irgendwas Interessantes finden. Hier haben wir jetzt nichts. Oh. Ein Pulli. No way am I touching Zack's jersey. Von Zack? This must be for training kids. Okay, gucken wir uns weiter um. Das war jetzt doch nicht so. Aha! Dann hat mich doch mein Instinkt doch nicht getrübt. Hier haben wir Nathans Schließfach. It's okay for Nathan to be hooked on these drugs, right? Okay. Diazepam. Das war's? Mehr gibt's da wirklich nicht? It's okay for Nathan to be hooked on these drugs. Nee. Right? Oh, eine E-Zigarette. Some poor hipster lost their vape. Ja, ich glaube, das ist auch nur so ein Hype gewesen mit dieser E-Zigarette. Oh, jetzt haben wir hier das noch von Warren. Betty developed that in Jefferson's class. But why? Tja. Warum wohl? Er scheint doch wohl offensichtlich einfach nur mega verliebt zu sein. Und
Wir sehen das anscheinend nicht. Oh, was haben wir denn da? Da liegt was. Zack is really careless. Doesn't he know what happens when I'm around? Victoria Chase. Hey, denke schlimme Dinge über dich. Cool, was trägst du? Nur meine Kristallhalskette und mein Handy. Scharf. Was trägst du? Ich bin in der Umkleide, trag nur ein Leibchen, sitze auf meinem Football. Okay. Ja, sehr interessant. Sehr interessante Sachen, aber hier hätte ich mir doch irgendwie mehr erhofft. Irgendwelche... Sometimes. Und genau. It's all bad, it's all bad. Sex me up. Boys' locker room is right. Okay, schade. Oh, da ist noch ein Schließfach. Wir wollen ja nichts vergessen. I guess I should consider this evolution. Dana, ich weiß, dass ich ein A-Loch bin, aber ich sorge mich immer noch um dich. Alles Liebe, Logan. Ach, ist das nicht niedlich. Aber schade, ich hätte einfach gedacht, dass wir hier ja, mehr Infos bekommen. Mal gucken, vielleicht ja in der Toilette. Wo ist eigentlich Chloe hingegangen? Ist sie weitergegangen? Huh, it's nice to know Victoria loves something besides herself. Tja. Max, oh. Welcome to 1950. Ist a Femi-Nazi oder Nazi? Toll. Oh, wer hat das hingeschrieben? I bet you do. Da liebt jemand Warren und das schreibt jemand in der jungen Umkleide. Aha. This one is almost empty. The guys must like their pink goo. Max Caulfield, moral avenger. Or self-righteous hypocrite. Ja, das werden wir später noch rausfinden, denke ich mal. Okay, hier haben wir nichts mehr, ne? Ach, da ist doch die typische Seife auf dem Boden. Die man in einer jungen Umkleide oder jungen Dusche findet. Da musste sich wohl jemand bücken. 69 Reason to Bang Rachel. Oh Mann, das war nicht bros aber nett. Will be bros. Ja, das ist schon ein bisschen assi. So, jetzt sind wir hier im Schwimmbad. Und ja, ich hätte eigentlich gedacht, dass wir ein bisschen mehr Anhaltspunkte hier finden. Oder können wir von hier aus noch in die Mädchenumkleide? Sollen wir uns noch weiter umgucken? I don't think anybody has ever drowned here. I hope. Ja, ich denke mal nicht. In case I run out of air, I know where to come. Okay, bevor wir mit Chloe quatschen, gucken wir uns noch weiter um. Coffee and swimming. Good combo. Aha, hier können wir ein bisschen durchsuchen, aber ich weiß nicht, was uns das bringen soll hier. Yes, we get it. Otters. Die Otters. Also einmal ein Gruppenbild von denen. Okay, ich bin mal gespannt, ob wir hier noch irgendwas Tolles finden. Don't even think I'm gonna make a move on you. Rettungsdummy. Schaltschrank. Ah, hier können wir gleich mal Licht in die Sache reinbringen. Otter Goal. Erstens Win, zweitens Win und drittens Win. Gucken wir mal, ob da noch irgendwas Interessantes draufsteht. So, the big plan is Win. Anscheinend nicht. Ich hoffe, uns erwischt hier keiner. Oh, was haben wir hier? Oh, guck mal da. Ein Halloween-Kürbis. Aw, look at the baby Halloween pumpkin. Okay, dann schalten wir mal das Licht ein. Mal gucken. Yeah. Das sieht doch schon viel cooler aus jetzt. Ah, sie ist schon umgezogen. Aha.
Okay, dann quatschen wir mal mit ihr, oder? Können wir das? Nein? Ach, sie will reinspringen. Okay, viel Spaß im Wasser. Time to do or dive, Max. Wo können wir uns denn umziehen? Ich glaube, da müssen wir bestimmt hier hin, ne? Okay. Victoria Chase Rules. Ja, ist klar. Dear Kate, I don't care God. Ja, das ist aber auch nicht nett. Well, we care, dickhead. Genau. Rachel Abidus. So, gucken, ob wir hier noch was Interessantes finden. Ich glaube, hier so ein Poster finde ich jetzt nicht so spannend, aber eine Socke. Das könnte doch richtig spannend werden. Where does that other sock go? Ja, es fehlt immer. Es fehlt immer diese eine Socke. Kennt ihr das? Man will ein bestimmtes Paar anziehen, aber nein, es fehlt. Looks like Brooke wants to go to the drive-in with Warren. Das amerikanische Drive-in Theater. Also, sehr gut. So, jetzt haben wir hier... Nee, das war nur ein Schrank, ne? Von Brooke. Das Schließfach. Dann gehen wir mal hier auf die andere Seite. T-Shirts. Those are some musty-ass old shirts. Yuck. Yuck, ikit. Those look like the most cozy, comfy towels in towel history. Want. Aha. Sollen wir uns... Flossen mitnehmen vielleicht? Are they training Navy Frogmen here? Ich fänd's lustig. Okay, da ist unser Schließfach. Da gehen wir jetzt gleich als letztes dran. Das ist hier von der bösen Victoria. So, Victoria's secret is selfies. Go fuck your... No. Jefferson said, don't confuse art with the artist. These are cool shots. Aha, Max. Ja, nicht beleidigend werden, obwohl dieses Duck-Face-Bild schon ein bisschen, weiß ich nicht, das macht einem Angst. Das sieht komisch aus. Otters eat beavers. Okay, gut, dann gehen wir zu unserem Schließfach und ziehen uns einfach mal um, ne? A bus ticket? Was she going to run away? Like Rachel Amber? Aha. Arcadia Bay Buslinie. Eine Portland-Fahrkarte für den 2.10.2013. Verfällt Ende Dezember. War das jetzt gar nicht unser? Ach, das ist von Kate, der Schrank. Ah, da habe ich mich verlesen. Ja, wo können wir wollten doch jetzt auch mal ein bisschen schwimmen gehen, oder? Hier kommen wir nicht lang. Okay, dann oh, da liegt noch was auf dem Boden. Ach so, das ist Sorry, Rachel. Ein Rachel vermisst Flyer, den finden wir wirklich überall. Hello, gorgeous. You wish, Max. You just look like a Snoop. Ja, in der Mädchenumkleide gibt es auf jeden Fall... Aha, Chloe ist wieder da. Na gut, dann können wir jetzt mit ihr quatschen. Oh yeah, baby. Feels like a hot tub. With my cash dash, I'm queen of the world. Bow. Tell me you're not gonna stand there watching me like a zombie. Don't you dare! Come stop me, hippie. Okay, you asked for it. So, und... Cowabunga. Arschbombe! Why, look, an otter in my water. Dun, 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 dun. You are so obvious. And I still get freaked out by that movie, so stop. I can't even watch any of those shark shows. I'll just rewind and harpoon you. Otter's revenge. Cheater. Yeah, you wouldn't know about that.
sehr entspannt. I wish Rachel was here. She would totally love being in here at night. Wish you guys had met each other. We will. With all this stuff going on, I'm starting to think everything is related, and I want to find out for Kate's sake. She almost died today. Your power is changing everything, Max. Especially you. I can already tell. You're not so chicken shit anymore. Thanks, girlfriend. You know what I mean. You're becoming like this force of nature. More like luck of nature. Come on, my power failed trying to rescue Kate. Maybe I'm just stumbling back and forth in time. For what reason? You didn't stumble when you saved me, Max. Was wäre, wenn ich es getan hätte? Dank dir. Not that time. But that's because you were there to kickstart my power. So it's time to start moving forward in time. And we're obviously connected, since without me you would have never discovered your power, right? Ja, das könnte sein. Vielleicht hätten wir das wirklich nie entdeckt. Absolutely. You make me feel like I know what I'm doing. And you make me feel like I have a reason for still being in Arcadia Bay. I hope so. Stop being so goddamn humble. You're like the smartest, most talented person I've ever known. More than Rachel Amber? Dude, I'm not her groupie, okay? And I'm sure you have Blackwell bros all over you. Like Warren. Warren is nice. Nice? Ouch. That means friend zone. No, he's really cool. It was so sweet when he stood up to Nathan. But I haven't told him about my rewind power. No worries. Once you get over yourself, you're gonna make the world bow. As long as you're there with me. Don't look so sad. I'm never leaving you. Now I'm getting cold in here. Because we're yapping instead of attacking each other, otter versus shark style. I think I've had my pool experience for the year. Let's jet. Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. Okay, bis jetzt ist ja noch nichts wirklich Wildes passiert. Dann schauen wir mal, was uns jetzt noch erwartet. Vielleicht kriegen wir doch unerwarteten Besuch. Gross. I feel like we just went swimming in Chlorine Bay. You look cute with your hair soaked in chemicals. Thanks. You would know.